Willkommen zum heutigen Gotteswort. Seid gesegnet im Namen Jesus. Wir schlagen auf den Psalm 73. Psalm 73. Gottes Trost beim Glück der Gottlosen. Ich möchte zum Anfang noch beten, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Danke, dass ihr heute da seid. Danke, dass du uns führst in deinem Wort und segnest durch deinen Heiligen Geist, durch deinen Wort. Segne jeden Einzelnen, die diese Nachricht hören, jeden Einzelnen, der diese Nachricht im Video sieht, dass du sie berührst, Jesus, dass du sie segnest, Jesus, dass sie dich kennen, lernen können, dich erfahren können durch dein Wort, durch deine Botschaft im Namen Jesus. Amen. Wir lesen im Namen des Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes. Amen. Gott ist dennoch gut zu Israel, zu allen, die reinen Herzens sind. Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen. Mein Tritt wäre beinahe abgeglitten, denn ich ärgerte mich über die Prahler, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut ging. Denn sie sind in keiner Todesgefahr. Gesund und wohlgenährt ist ihr Leib. Sie erleiden kein Unglück wie andere Leute und werden nicht wie andere Menschen geplagt. Darum umgibt sie Hochmut wie eine Kette den Hals. Gewalt umhüllt sie wie ein Gewand. Und ihre Person brüstet sich wie ein fetter Wanst. Sie tun, was ihnen gerade einfällt. Sie verachten alles und reden böse davon, reden und lästern von oben herab. Was sie reden, das soll vom Himmel herab geredet sein. Was sie sagen, das soll auf Erden gelten. Darum wendet sich ihnen das Volk zu und läuft ihnen in Strömen nach wie Wasser. Sie sagen, was sollte Gott danach fragen? Wie sollte der Höchste etwas wissen? Sieh, das sind die Gottlosen, die sind glücklich in der Welt und werden reich. Der Psalmist schreibt da, ich glaube, etwas, was uns Christen vielleicht passieren kann. Wir sehen den Gottlosen wohlgenährt, in keiner Todesgefahr. Sie leiden kein Unglück. Es schaut aus, als ob alles gelingt. Sie werden nicht geplagt. Mit Hochmut und Gewalt umhüllen sie, sie prahlen. Wir sehen, dass egal was sie tun, es gelingt ihnen. Und die Menschen hören ihnen zu. Und vielleicht uns, die wir die Wahrheit erzählen, möchten sie nicht zuhören. Vielleicht leiden wir Hunger. Vielleicht leiden wir Schmach. Vielleicht leiden wir sogar Todesqualen. Und man möchte glauben, es ist umsonst, was wir tun. Es ist Es ist der Weg Gottes, ein schmaler Weg. Man muss aufpassen, dass man nicht wankt zur linken oder zur rechten, sondern auf den Weg geht, auf den schmalen, gerechten Weg Gottes. Und wir dürfen nicht meinen, dass das reine Herz umsonst ist, dass die Heiligkeit umsonst ist, sondern es ist ein Preis zu bezahlen. Und man glaubt, wenn man das so liest, man kann sich in den Psalmist hineinversetzen. Man sieht, die ohne Gott sind, ihnen geht es gut. Aber vielleicht geht es ihnen nur äußerlich gut. Und innerlich ist alles zerrüttelt. Vielleicht ist bei uns das Innere in Ordnung, aber die äußeren Dinge funktionieren nicht so gut. Aber
Soll es umsonst sein, schreibt der Psalmist im 13. Soll es umsonst sein, dass mein Herz unsträflich lebt und ich meine Hände in Unschuld wasche und ich bin täglich geplagt und meine Strafe ist alle Morgen da? Ich hätte auch fast so geredet wie sie, aber sie, damit ich alle deine Kinder verleugnet, die je gewesen sind. Ich dachte darüber nach, damit ich es begreifen möchte, aber es war mir zu schwierig, bis ich ins Heiligtum Gottes ging und ihr Ende bemerkte. Und das ist unser Schlüssel. Falls unsere Umstände schwierig sind, geh ins Heiligtum Gottes. Falls deine Probleme groß geworden sind, geh ins Heiligtum Gottes. Falls du Hilfe benötigst, geh zum Herrn. Geh in das Heiligtum Gottes. Denn wir begreifen die Dinge nicht. Was geschieht, wie es geschieht, warum es geschieht. Aber wenn wir in das Heiligtum Gottes gehen, dann wird uns Gott helfen. Dann wird uns Gott Weisheit geben, seinen Heiligen Geist, Freiheit, Liebe. Er wird uns aufbauen. Geh ins Heiligtum Gottes. Denn, ja, du stellst sie auf schlüpfrigen Grund und stürzt sie zu Boden. Wie werden sie so plötzlich zunichte? Sie gehen unter, nehmen ein Ende mit Schrecken. Wie ein Traum nach dem Erwachen, Herr, so verschmähst du, wenn du aufwachst, ihr Bild in der Stadt. Als es mir wehtat im Herzen und mich meine Nieren stach, da war ich ein Narr und wusste nichts. Ich war vor dir wie ein Tier. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Gott hält dich in seiner Hand. Bleib bei Gott, denn er hält dich an seiner Hand. Du stehst jawohl unter dem Schutz Gottes. Er leitet uns nach seinem Rat und er nimmt mich am Ende mit Ehren an. Jawohl, die Ewigkeit, der Ausblick in die Ewigkeit, der Himmel ist unser Versprechen. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Ehre. Wenn mir auch Leib und Seele verschmachten, so bist du Gott zu jeder Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Egal was geschieht in deinem Leben, egal wie groß die Probleme, du bist unter Gottes Schutz. Er ist unser Trost, er ist unser Heil, er gibt in unser Herz seinen Trost, er heilt und wir sind ein Teil seiner Königherrschaft. Wir sind ein Teil durch sein Erbe. Wir sind Kinder Gottes. Halleluja. Denn sie, die von dir weichen, werden umkommen. Du bringst alle um, die dir die Treue brechen. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht auf den Herrn setze, um alle deine Taten zu verkünden. Halleluja. Meine Zuversicht ist bei Gott. Meine Zuversicht ist beim Herrn. Denn er wird uns retten. Er wird uns den Sieg geben. Wir sind schon gerettet durch sein Werk am Kreuz. Es ist gemacht, es ist vollbracht, schrie er am Kreuz. Es ist vollbracht. Und wir dürfen Teil sein. Wir sind ein Teil des Herrn. Wir können den Heiligen Geist bekommen, denn wir sind der Tempel Gottes. Durch seine Gnade sind wir errettet. Er hat den Preis bezahlt.
Er ist unser Heil, er ist unser Trost. Wir müssen es nur annehmen. Wir dürfen es annehmen. Es ist ein Geschenk. Halleluja. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich an meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir auch Leib und Seele verschmachten, so bist du doch, Gott, zu jeder Zeit meines Herzens Trostes. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Ja, Vater, ich danke dir für dein Wort. Danke für diesen Psalm. Danke für deine Rettung. Danke, Herr, dass du uns an deiner rechten Hand nimmst und führst, uns segnest, uns auferbaust, uns bewahrst. Herr, lass uns nicht auf die Gottlosen schauen, ob es ihnen gut geht oder nicht, sondern wir beten für Rettung. Wir beten für Begegnung. Herr, lass dein Evangelium sich ausbreiten in dieser Nation, in diesem Tal, in allen Teilen der Erde, damit Menschen errettet werden. Gib uns den Mut, von deinen Taten zu erzählen, Herr, von deinen Wundern. In Jesu Namen. Amen. Amen. Seid gesegnet durch das heutige Wort. Im Namen Jesus. Amen.